Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und Harald hat einfach eine geile Idee. Einer der Gründe, warum ich die Abdeckung hasse, hassen ist falsch. Einer ist, sieht einfach blöd aus. Der andere ist, man sieht die Fische nicht. Wenn es jetzt irgendeinem Fisch scheiße geht, der ist hier hinten unten, dann sehen sie das nicht. Und vielleicht würde er dann sterben bis ins Frühjahr, weil sie ihm nicht helfen können. Und gerade Leute wie Harald, die im Zweifel eine Innenhalterung hätte, man müsste ihn halt langsam anpassen von der Temperatur, vielleicht noch mit einem separaten Becken oder Wanne über ein paar Tage. Aber eines der Probleme ist einfach die fehlende Inspektion. Und ihre Kinder fahren wahrscheinlich gerade Ski, machen Salto vorwärts, rückwärts, seitwärts und filmen das alles mit ihrer GoPro. Aber GoPros sind, glaube ich, verhältnismäßig teuer. Hier ein ganz einfaches Modell, das heißt namenslos, spielt aber auch keine Rolle. 4K-Kamera, wasserdicht, das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, ich brauche Ihnen nicht alles sagen. Dann noch so ein Teleskopstab, der ist von Bosch, das ist von irgendeiner Vermessungsgeschichte. Und da geht dann Harald einfach her, kann er auf 4 Meter, sind das sicherlich 3, 4 Meter ausfahren, so 3 Meter. Und da geht er jetzt einfach ins Wasser rein, geht nach hinten, macht seinen Film, holt nachher seine Chipkarte raus, hängt sie an den Computer und dann weiß er, ob seine Fische gesund sind. Können wir das nachher mal kurz anschauen, das Video? Okay, das war's schon? Es geht ja schneller wie beim Zahnarzt. Also man kann natürlich 10 Minuten filmen, jeden einzelnen Fisch. Also bei dem Wetter hätte ich es noch schneller gemacht. Geht gar nicht. Also wir schauen uns das jetzt mal auf dem Computer an. Vor allem man sieht die Fische auch schön von der Seite. Also der spiegelt jetzt ein bisschen, aber das kennt man ja von meinen Videos, ich lehne diese Polfilter ab. Also ist es gut eigentlich, ja, so sieht man es. Also, jetzt sieht man schön, die Koi, der Ojiba kommt immer als erstes, der will die fressen, der ist hungrig. Und jetzt kann man da schön durchgehen und sieht dann auch, ob er einen abblickt am Boden oder ob sie alle, das ist jetzt alles viel heller auf der Kamera wie hier auf dem Video. Und ja, für 150 Euro. Kann man sich da was Schönes basteln und so einfach ist es. Einfach ein tolles Tool für alle, die ihre Teiche abgedeckt haben und vielleicht nicht in die hintere Ecken gucken. Manche machen sich so, dass sie die Abdeckung hinten dann aufmachen können, kurz um reinzugucken. Aber gibt alle Möglichkeiten und für die, die feste Abdeckung drauf haben, die vielleicht nicht ganz so leicht zu öffnen sind, ist es eine witzige Nummer. So, wir ziehen weiter zu Bernd an Teich. War ich auch noch nie, bin ich auch gespannt, was uns da erwartet. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao.